Das Dorf Hallstatt ist berühmt. Seit das österreichische Dorf in einer südkoreanischen Serie auftauchte, strömen die Touristen in den kleinen Ort. Normalerweise, denn seit der Corona-Krise ist damit Schluss. Viele der Einwohner, die sich vorher über die vielen Besucher ärgerten, brechen nun die Einnahmen weg. Seit 17. März haben wir null Umsätze, das heißt null Einkommen, weil wir in Hallstatt natürlich zu 95% von ausländischen Gästen abhängig sind. Sie werden es wahrscheinlich wissen, aus Asien, aus Amerika, aus England und aus den umliegenden europäischen Ländern. Wenn die Grenzen geschlossen sind, wird es für uns sehr, sehr schwer werden, einen ordentlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die österreichische Regierung hat angekündigt, dass Restaurants Ende Mai wieder öffnen dürfen. Doch wann die Grenzen wieder aufmachen, steht noch nicht fest. Und so bleibt den Hallstättern nichts anderes, als abzuwarten. Und vielleicht genießt der ein oder andere auch die Ruhe, bevor die Touristen wieder kommen.